Wir sind gelangweilt. Wir sind alle gelangweilt heutzutage. Aber ist dir aufgefallen, Wally, dass der Prozess, der diese weltweite Langeweile hervorgerufen hat, möglicherweise eine unbewusste, selbsterhaltende Form von Gehirnwäsche ist? Herbeigeführt durch eine totalitäre Verschwörung des Kapitals? Und dass all das weitaus gefährlicher ist, als man denkt? Und es ist auch keine Frage des individuellen Überlebens. Aber jemand, der gelangweilt ist, der schläft. Und jemand, der schläft, wird nicht Nein sagen. Ich treffe diese Leute immer wieder, verstehst du? Gerade vor ein paar Tagen traf ich jemanden, den ich sehr bewundere. Einen schwedischen Physiker, Gustav Björnstrand. Und der sagte mir, dass er aufgehört hat mit dem Fernsehen, die Zeitungen abbestellt hat und die Illustrierten ebenfalls. Er hat das alles komplett aus seinem Leben gestrichen, weil er nämlich der Meinung ist, dass wir schon jetzt in so einer Art Orwellschem Albtraum leben. Und dass alles, was du hier wahrnimmst, dazu beiträgt, dich in einen Roboter zu verwandeln. Und in Findhorn begegnete ich diesem außergewöhnlichen englischen Baumexperten. Er widmet sein Leben der Rettung der Bäume. Er kam gerade von einer Rotholz-Rettungsaktion aus Washington. Trotz seiner 84 Jahre immer mit dem Rucksack unterwegs. Er weiß ja nie, wo er morgen sein wird. Als ich ihm in Findhorn begegnete, sagte er, wo kommen Sie her? Ich sagte New York. Er sagte, ah, New York, ein interessantes Problem. Sie kennen sicher viele New Yorker, die immer davon reden, sie würden abhauen, es aber niemals tun. Ich sagte, oh ja. Und er sagte, warum hauen die wohl nicht ab? Ich kam ihm mit ein paar banalen Theorien. Er sagte, ich glaube nicht, dass es deswegen ist. Er sagte, ich glaube, dass New York ein neuer Typ von Konzentrationslager wird. Vollkommen freiwillig von den Bewohnern erbaut, die auch die Wachen stellen. Stolz auf ihr Werk, das sie erbauten. Sie bauten ihr eigenes Gefängnis. So existieren sie in einer Art Schizophrenie, in dem sie Wachen sind und Gefangene. Ja, und noch eins ist nicht mehr vorhanden, als ob man es ihnen wegoperiert hätte. Die Fähigkeit, ihr Gefängnis zu verlassen oder es wenigstens zu erkennen als Gefängnis. Dann fasste er auf einmal in seine Tasche, holte Baumsaat raus und sagte, das ist eine Pinie hier. Er gab sie mir in die Hand und sagte, flüchten Sie, bevor es zu spät ist. Tja, siehst du, und seit 2 oder 3 Jahren haben Chiquita und ich das mehr als beunruhigende Gefühl, dass wir hier eigentlich abhauen sollten. Wir fühlen uns wie die Juden in Deutschland Ende der 30er Jahre. Nichts wie raus hier. Es ist nur das Problem, wohin denn? Es hat nämlich den Anschein, als ob fast die ganze Welt genau dasselbe vorhat. Ich halte es für absolut möglich, dass die Zeit der 60er Jahre vielleicht der allerletzte Ausbruch des Menschen vor seiner Vernichtung gewesen ist. Und dass dies den Anfang vom Ende der Zukunft bedeutet, denn von jetzt an werden überall bloß noch diese Roboter herumspazieren. Gefühllos und gedankenlos. Und es wird niemand mehr übrig bleiben, der noch weiß, dass es früher mal so etwas gab wie menschliche Wesen mit Gefühlen und Gedanken. Geschichte und Erinnerungsvermögen werden ausgemerzt werden, und zwar so gründlich, dass sich bald niemand mehr erinnern wird, dass Leben existiert hat auf dem Planeten. Weißt du, selbst Björnstrand meint, dass es überhaupt keine Hoffnung mehr gibt und dass wir vermutlich zurückfallen werden in eine sehr wilde, gesetzlose, furchtbare Zeit. Die Findhorn-Leute sehen das ein bisschen anders. Sie glauben, dass überall Brunnen von Licht anfangen zu sprudeln, überall auf der Welt. Sozusagen gewissermaßen unsichtbare Planeten auf diesem Planeten. Und wenn mal alles kälter wird, dann machen wir ganz einfach unsichtbare Raumfahrten zu diesem Planeten, tanken auf für die Arbeit, die auf diesem Planeten notwendig ist, und kommen wieder. Und es ist ihre Aufgabe, gleichsam als Zentrum zu fungieren, wo die Menschen hinkommen können, um ihre Zukunft zu planen für die Welt. Ich sprach kürzlich mit Gustav Björnstrand darüber, der sagte mir, dass diese Zentren überall im Kommen sind. Und was sie dort versuchen, was auch Findhorn versucht hat, und wenn du willst, was auch ich versucht habe, weißt du, diesen Dingen sollte man keinen Namen geben. In gewisser Weise sind das lauter Versuche in der Richtung, eine neue Art von Schule, eine neue Art von Kloster zu gründen. Und Björnstrand spricht vom Konzept des Reservats, Inseln der Bewahrung, wo Geschichte rekapituliert wird und das menschliche Wesen Asyl findet. Allein um die Gattung über ein dunkles Zeitalter zu retten. Oder anders formuliert, wir sprechen vom Untergrund. Der existierte schon vielleicht etwas anders in dunkler Zeit bei den mystischen Mönchsorden der Kirche. Der Zweck war und ist doch herauszufinden, auf welche Weise bewahrt man das Licht, das Leben, die Kultur. Wie hält man diese Dinge am Leben? Ich meine einfach, es ist wichtig für uns, zu einer neuen Sprache zu finden. Zu einer Sprache des Herzens. Eine Sprache wie in den polnischen Wäldern, wo man keine Sprache nötig hatte. Eine Sprache als Mittel der Verständigung zwischen den Menschen, die eine neue Art von Poesie ist. Die Poesie der tanzenden Biene, die uns sagt, wo der Honig ist. Und ich glaube, der Schlüssel zu dieser neuen Sprache liegt einzig und allein in der Bereitschaft des Einzelnen, die Dinge neu zu sehen. In einer ganz anderen Art von Wahrnehmung. Und auf einmal hast du das Gefühl, du bist mit allem vereint. Und dass du plötzlich alle Dinge verstehst.